Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen finalen JFD-Devisenradar. Heute mal nicht wirklich mit Rohstoffen, wobei der Australdollar ja auch als Rohstoffwährung bekannt ist. Ja, ich begrüße Sie, wie gesagt, zum heutigen finalen JFD-Devisenradar sozusagen am 23. Dezember, denn das Devisenradar geht dann sozusagen auch in die Jahreswechselpause sozusagen, und am 2.1. wird es aber dann direkt weitergehen mit neuem Content, weiterem Content und auch der Beschau auf das ein oder andere saisonale Setting. Ich habe heute den Australdollar aus zweierlei Gründen mitgebracht, der hier nämlich jetzt interessant erscheint, eben aufgrund des charttechnischen Setups, aber dann auch in Kombination eines saisonalen Biases, was wir uns gleich ansehen werden. Zudem auch der Euro gegenüber dem Australdollar unlängst ja schon im Fokus stand. Lassen Sie mich da mal kurz hier auf den Desk gehen. Hier am 19.12. hatten wir im Prinzip hier einen Short-Bias ausgeworfen vor dem Widerstandslevel rum um 1,44. Das schauen wir uns gleich dann mal im Nachgang an, wenn wir den Australdollar besprochen haben. Ergo ist aber Folgendes: Wenn wir einen bullischen Australdollar erwarten, dann dürfte sich dies auf den Euro gegenüber dem Australdollar grundsätzlich negativ auswirken. Also das heißt, der Bias, den wir hier so ein Stück weit sehen, könnte sich denn erfüllen. Aktuell, na, ein bisschen zäh, will ich mal sagen. Der läuft gefährlich nah an den Stopp ran. Aber warten wir mal ab, was sich jetzt hier beim Aussie bietet, sozusagen die Händlerbezeichnung des Australdollars gegenüber dem US-Dollar. Und hier sehen wir praktisch den Wochenchartverlauf. Da sehen wir, dass der Aussie hier unlängst Probleme hatte, hier weiter nach oben zu laufen. Zinssenkungsängste sozusagen gibt es derzeit eigentlich nicht mehr. Man spricht auch von einem überhitzten Immobilienmarkt. Auch die Hoffnung, dass die Rohstoffpreise wieder anziehen, sollte hier sozusagen dem Aussie helfen, wobei wir da natürlich ein Stück weit weg sind. Er scheint die Edelmetallbranche gerade noch nicht ihren finalen Boden gefunden zu haben, aber es geht ja hier auch um Rohstoffe, die hier nach China gehen sollen, insbesondere Kupfer und andere Rohstoffe, die hier sozusagen direkt eng verknüpft sind mit Australien und eben dem Export nach China. Grundsätzlich aber hier, wie gesagt, die Ausgangsbasis, dass wir letzte Woche und die aktuelle Woche hier im Wochenchartintervall Schwäche gesehen haben. Also die letzten Tage waren nicht gerade gut oder bullisch. Grundsätzlich aber hier wir jetzt auf einem Level sind um 0,72, was sich jetzt hier im Tagesschart nochmal sehr schön darstellen lässt, welches hier als Supportzone dienen kann. Wir haben hier mit dem Tief vom 22. ein Low bei 0,7193 gesehen. Heute kommen wir hier auch nicht so richtig in Schwung, aber letztlich sind wir hier in einem interessanten Bereich, der zumindest eine Gegenreaktion erwarten lässt. Und wie angesprochen, gibt es hier einen saisonalen Bias bis zum 30.12. Das sind nur 5 Tage, das ist sehr überschaubar, gar keine Frage. Aber im Schnitt hat das Währungspaar hier 77 Pips nach oben zugelegt. Ich zeige mal kurz die Stats. Genau, 77 waren das. Da sehen wir es, während der letzten 21 Jahre gab es hier 17 Mal sozusagen einen Treffer, einmal ein Jahr zu Null und 3 Verlustjahre mit einer Trefferquote von 85%. Eine sehr, sehr ansehnliche Geschichte. Sieht im Performance-Chart dann so aus. Keine riesigen Bewegungen, hängt auch damit zusammen, dass wir zwischen den Feiertagen ohnehin kaum Wolle haben. Der Euro-US-Dollar aktuell krebst hier mit 17 Pips rum. Da ist der Australdollar mit gegenwärtig 30 Pips schon fast doppelt so weit. Also dahingehend doch schon mal eine bessere Adresse dahingehend. Grundsätzlich aber hier nochmal summiert die einzelnen Jahre, und wir haben hier eben ausgehend vom Seasonal Pattern ein sehr, sehr schönes bullisches Setup, und das verspricht eben 77 Pips mit dem heutigen Close. Wie der heutige Close aussehen wird, das können wir nicht orakeln, aber grundsätzlich wäre das mal vom aktuellen Niveau ausgehend so eine Chance im Verhältnis zu einem durchschnittlichen Verlust von 34 Pips. Der größte lag hier bei 47. Also es würde auch hier direkt unter die letzten Tiefs passen. Das sollten wir natürlich tunlichst vermeiden. Also wenn wir jetzt hier eine Stabilisierung sehen, hier auf Tagesbasis, sollten jetzt nicht zwingend neue Tiefs gemacht werden. Und das wäre praktisch hier das relativ simpel dargestellte Setup. Also da gibt es gar nicht viel zu sagen. Mit dem Close heute, sozusagen US-Close kurz vor 22 Uhr, während der kommenden 5 Handelstage in der nächsten Woche dann sozusagen der Bias möglich, hier ein bullisches Setup bis zum 30.12. einzufahren. Faktisch aber natürlich eine Zeit der Übergangsphase, und ich will nicht nochmal das Phrasenschwein füllen, aber viele Händler sind eben hier längst schon in den Ferien, und insofern mal abwarten, was passiert. Saisonal haben wir aber genau diesen Bias, und das zeigt sich auch hier in diesem Saisonalitätsindikator, der insbesondere eben hier zeigt, in der kommenden Woche, swoosh, ein ganz klarer saisonal bullischer Rückenwind, und insofern ein Setup, was ich Ihnen hier als Trade-Idee definitiv vorstellen will. Sieht wie gesagt ganz gut aus. Rein noch von der Technik her kann man sagen, hätte das Währungspaar sogar die Chance, hier diesen Widerstandsbereich hier oben anzulaufen. Das wäre dann praktisch 0,7
7320 als mögliches Widerstandslevel. Oder lassen Sie mich da mal bis meine Widerstandszone einfangen. Wir wollen es mal nicht genau auf den Pip fixieren. Aber das hier um 0,7320 wäre durchaus eine erstrebenswerte Widerstandszone. Und so sieht es mal aus, meine lieben Zuschauer. Der Australdollar, wie gesagt, hier mit einem schönen Bias. Aktuellen Doji sollte, wie gesagt, keine neuen Tiefs geben. Dann schaut das mal ganz gut aus. Dem gegenüber steht das Setup, was wir vor einiger Zeit hatten. Also nicht vor einiger Zeit, sondern am 19. ist ja auch noch mal gar nicht so lange her. Und da hatten wir im Prinzip hier den Australdollar mit dem Bias, dass der hier an diesem Widerstandslevel um 1,44 scheitert. Definitiv eine sehr markante Zone. Und im Zuge der Range, die wir hier seit Oktober sehen, klar gab es immer mal wieder Spikes nach oben, aber im Zuge dieser Range auf jeden Fall das obere Level erreicht und jetzt tendenziell eigentlich ja, bereit für einen Down-Move, der, wie gesagt, bislang aber nicht erfolgte. Sie sehen hier das mögliche Risiko zur Chance. Diese Trade-Idee geht sogar bis ins neue Jahr hinein, 6.1., um konkret zu sein. Und das versprach hier im Grunde genommen knapp 370 Pips auf der Südseite. Und das bleibt mal abzuwarten, ob es passiert. Letztlich hätte man jetzt sogar die Chance, noch einen günstigeren Entry zu finden. De facto sollte der Stopp hier im Schnitt bei 164 Pips liegen. Worst Case Stopp dann sogar über diesem leichten Widerstandslevel dann hier im Bereich von 1,46,05,01. Auf jeden Fall ein Stück weit drüber, sozusagen als Absicherung. Aber im Zuge dessen, dass wir hier kurzfristigen bullischen Aussie sehen, ist die Wahrscheinlichkeit als erhöht anzusehen, dass der Euro gegenüber dem Australdollar auch nach unten kippt. Es sei denn, der Euro liefert hier auch eine extrem steile Performance, dann wird sich das sozusagen hier im Währungsverhältnis Euro-Australdollar ein Stück weit gemischt zeigen, beziehungsweise dann eben nicht so eine grandiose Performance nach unten geben. Aber das bleibt mal abzuwarten. Grundsätzlich das Setup vom 19.12. auch noch gültig. Wir sind jetzt aktuell hier in diese Widerstandszone eingetaucht, Schrägstrich haben darüber geschaut. Aber hier ist wie gesagt noch nichts verdorben. Man muss den Preisen ja auch ein Stück weit Spielraum geben. Und diesen Spielraum haben wir hier definitiv mit diesem Stop gegeben. Und es sollte eben jetzt dann hier in Kürze nicht signifikant drüber gehen, schon gar nicht über 1,46. Dann hätte sich dieses Setup zum Euro-Australdollar definitiv erledigt. Gut, meine lieben Zuschauer, das wäre der Short View gewesen auf die beiden Währungspaare Australdollar, US-Dollar und Euro-Australdollar. Australdollar. Ich hoffe, ich konnte Ihnen wieder Mehrwert liefern. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann freuen Sie sich im neuen Jahr auch auf weitere Sendungen diverser Art, auch natürlich gekoppelt immer wieder mit Rohstoffen, die wir hier im Radar sozusagen auch unter die Lupe nehmen werden. Saisonale Setups wie Intraday-Setups werden wir Ihnen hier bieten. Und insofern wünsche ich Ihnen einen sehr, sehr angenehmen Jahresausklang, eine besinnliche Weihnachtszeit. Rutschen Sie gut ins neue Jahr. Und wie gesagt, wenn Sie mögen, dann hören wir uns direkt im neuen Jahr wieder. Und an dieser Stelle die Information: Wir haben ein schönes Forex-Special-Live-Event am 19. Januar. Das wird ganz spannend mit einem Kompagnon namens Jay, der hier aus dem Banking-Bereich direkt kommt. Und das ist sicherlich eine sehr, sehr schöne, ja, ein sehr, sehr schöner Einstieg ins neue Jahr, um hier nochmal den Forex-Markt so richtig aufzurollen, wie hier die Profi-Händler im Bankenkreis praktisch an den Markt rangehen und diesen traden. Wird ein sehr, sehr schönes Live-Event, das an dieser Stelle nochmal als Ankündigung. Ansonsten verbleibt mir jetzt nur noch, Ihnen eine wirklich schöne Zeit zu wünschen. Beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer und auf bald in diesem Sinne. Ciao dabei.